Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Furcella. Elisabeth Furcella ist die Frauensprecherin der ÖVP. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, geschätzte Frau Staatssekretärin, Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Plenarsaal an unserem dritten Budgettag. Ja, die Frau Kollegin Holzleitner hat es gerade in ihrem Eingangsstatement gesagt. Sie ist auch sehr erfreut, dass das Frauenbudget erhöht worden ist. Dem kann ich mich nur anschließen und möchte mich als allererstes ganz, ganz herzlich bei unserer Frau Ministerin dafür bedanken, dass sie sich so stark dafür eingesetzt hat, dass unser Frauenbudget auch heuer wieder höher ist als das letzte Jahr, insgesamt um 32%. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz einen Überblick geben, wofür dieses Mehr an Geld verwendet wird, und dann noch auf den einen oder anderen Punkt ein Stück weit eingehen. Dieses Mehr an Geld wird vor allem für die bessere finanzielle Ausstattung der Mädchen- und Frauenberatungsstellen eingesetzt. Die können sich freuen im nächsten Jahr auf ein Plus von 15%. Insgesamt werden 33% mehr Unterstützung seit dem Jahr 2020 ausbezahlt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Geld, das an der richtigen Stelle landet, denn Frauen sollen wissen, dass sie, wenn sie in Nöten sind, egal welcher Art, sich an die Mädchen- und Frauenberatungsstellen in Österreich wenden können und dort auch gut beraten und versorgt werden. Außerdem wird natürlich der Gewaltschutz gestärkt. Es werden die Gewaltschutzzentren ausfinanziert. Es hat ja letztes Jahr eine Vertragsvereinbarung für alle Gewaltschutzzentren in Österreich gegeben. Und ich glaube, uns allen ist klar, wie wichtig es ist, dass die Niederlassungen in den Bundesländern gut ausgestattet sind und den Frauen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Was uns aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Gleichstellung und Selbstbestimmung der Frauen zu stärken. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt den Weg beschreiten, dass wir alle die Verantwortung dafür übernehmen, dass unsere Mädchen und Frauen ein selbstbestimmtes Leben in Österreich führen können. Wir müssen sie finanziell, wirtschaftlich, aber auch von ihrer mentalen Stärke her so ausstatten, dass sie in der Lage sind, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen, dass sie in der Lage sind, sich gegen Männer zu wehren, die es nicht gelernt haben oder die es nicht wollen, mit Frauen ordentlich und auf Augenhöhe umzugehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder Euro, der da verwendet wird, ist unglaublich wichtig und vermehrt sich sozusagen mit dem Erfolg, den wir dadurch erzielen können. In diesem Sinne ist es uns auch ganz wichtig, dass die Gleichbehandlungsanwaltschaft jetzt mit mehr Geld ausgestattet wird und auch noch einmal 2 Planstellen dazu bekommt. Dafür möchte ich mich auch sehr bedanken. Ist auch schon eine langjährige Forderung gewesen. Insgesamt ist mir das Empowerment von Frauen extrem wichtig. Die Frau Ministerin betont es wirklich jeden Tag, wie sehr es in unserer Gesellschaft notwendig ist, Mädchen und Frauen zu unterstützen und zu empowern. Und ich möchte Sie wirklich alle ganz, ganz herzlich aufrufen, in diese Stoßrichtung mit uns allen zusammenzuarbeiten, damit Österreich weiterhin ein gutes Land sein kann für die Frauen und Mädchen. Dankeschön. Applaus